mein lieben Paxinger, letzte Woche habe ich schon gesagt, bei der Marianne Riede wieder mal ein Highlight in der Bodenseestraße im Augustinerstübchen. Da und hinter mir sieht schon immer schön brav, ganze Woche steht er schon da, der Bernie Maisberger. Und wer nicht weiß, wer er ist, die Fans werden ihn kennen. Ja, ich habe mir auch schon ein bisschen bei Google mal ein bisschen nachgegoogelt, was der Bernie Maisberger so treibt. Und da ist er, Schatz. Ja, aber nicht bei der Parkett, da steht neben mir. Bernie, grüß dich. Servus, grüß dich. Ich mache ja immer für meine Passinger, dass die eben wissen, ja, wer da kommt. Und der Battle Konzerts, ich glaube, über den läuft das ja, oder? Ja, genau. So, kriegst du eigentlich für länger, oder? Ja, wir haben so ein Duo noch gehabt, Foltenrock hieß das. Und Folkenrock? Folten. Ah, Foltenrock. Wie die Folten. Seid ihr ein Bayer? Ja, genau. Und ach so, und seitdem kennen wir uns eigentlich. Und mit dem Foltenrock ist auseinandergegangen. Und ja, jetzt bin ich halt wieder solo unterwegs. Also unter anderem. Wie lange machst du das schon mit der Musik? Also ich meine, meistens macht man Musik als Kind auf. Wenn ich selber als Kind immer ein Gedankchen kriegt und das ist dann irgendwann in die Brüche gegangen, weil ich andere Sachen machen muss. Mhm. Aber man ist dann wahrscheinlich als Kind schon mit der Musik aufgewachsen oder fängt man dann irgendwann als Jugendlicher neu an? Nein, ich habe schon angefangen, da war ich 5 Jahre alt. Also ich war mit 5 Jahren das erste Mal auf der Bühne gestanden. Und dann bin ich in der Volksmusik aufgewachsen. Mhm. Und habe auch hier überall im Kongresssaal, im Herkulessaal und so gespielt. Mhm. Und auch mit den Größen damals. Die Größen wollen wir jetzt wissen. Jetzt fragt man, Bernie, welche Größen waren das? Ja, für mich war das damals der Karl Obermeier. Ja, klasse. Der Christoph Bayerhammer, der Fritz Strasser, mhm. Petra Schürmann. Christoph Bayerhammer, wer es nicht weiß, der, das war der. Wie, der Mupuckel. Der Mupuckel, ja. Meister Eder. Meister Eder, Alter, genau. Genau. Also, und was erwarten jetzt unsere Passinger, sag ich mal, drinnen? Weil ich habe mal ein bisschen was gelesen oder ich habe mal was gesehen, nämlich bei der BR hat mal Bayerischer Rundfunk mal irgendwas ausgestrahlt von dir. Habe ich gesehen, du weißt es gar nicht. Ja, ja, doch, doch. Und da hat es irgendwie geheißen Volks, Pop, Rock, Borisch, das weiß ich nicht. Was ist es wirklich? Also, mit meiner Band Irksen, was der Kraft, ne? Irksenschmalz. Mhm. Da mache ich eher so Folkrock, mhm. also mit Geige und so. Und sind wir zu fünft. Mhm. Und das, was ich jetzt halt mache, das sind eigentlich meine anderen Lieder, die ich mit Irksen nicht spielen kann, weil es vom Genre her nicht so richtig reinpassen. Aber ich schreibe ja viele Lieder, mhm. aber, und manche sind halt aber, ist halt dann ein Blues oder es ist halt dann irgendwie Rock'n'Roll oder, mhm. oder keine Ahnung, alles Mögliche. Das passt halt dann nicht rein in das Genre und deswegen. Aber es ist halt immer bayerisch, glaub gebürtiger Münchner, einer der wenigen, nicht so zugelassen wie ich, also richtiger Münchner. Und, aber das ist halt immer durchgehend bayerische Musik oder macht man mal einen englischen Ich habe heute auch Englisches drin. Mhm. Das ist einfach so, weil ich habe früher eigentlich nur in Englisch geschrieben. Ich bin erst seit 10 Jahren jetzt irgendwie wieder vollkommen zurück aufs Bayerische. Mhm. Aber ab und zu drängelt sie halt einfach ein Englisch-Liedl rein und sagt, mach mich. Das dann machen ja große Bands, oder haben wir früher große Bands auch. Ja, das kommt einfach so daher, da kannst du nichts dagegen machen. Und das dann umschreiben auf Bayerisch war ein Schmarrn. Es ist halt einfach so, wie es ist. Ich habe auch ab und zu mal Hochdeutsch drin. Einfach nur, weil es halt so ist gerade. Für die, die es nicht verstanden haben, er hat auch manchmal Hochdeutsch im Programm. So, das muss man ja auch mal sagen, wer das nicht verstanden haben sollte. Ja, in München, da muss das klar, da muss das auch. Eigentlich muss das ganze Interview jetzt übersetzen. Also, wir machen dann Untertitel drunter für den Bernie Maisberger, wer es nicht lesen kann, machen wir alles bitte auch mit Untertitel. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ja. Und morgen alles wieder auf www.passing-münchen.de und dann werden wir mal schauen, wieder bei YouTube, wird wieder bei der Marianne Rüder auf der Facebook-Seite garantiert wieder was zum Finden sein mit Bernie Maisberger. Also, sagst du mal, pfiat euch Passinger. Servus, pfiat euch Passinger. Danke dir. Ciao. Ja, jetzt gehen wir rein. Der Bernie macht ein bisschen Gitarren, muss ein bisschen stimmen. Und es gibt wieder natürlich wieder leckere Speisen und wieder was schön zum Essen. Ich habe mir schon einen Topf gespielt. Kartoffelstopf. So, den esse ich jetzt und dann gehe ich rein, hab einen Durst, pfiat euch. Stell dir vor, du brauchst noch Paradies. Wenn's wusste, ist das leicht.